Wir verlieren bei der Wiener Austria mit 0:2. Kurz bitte um deine Spielanalyse. Ja, ich glaube, wenn man das ganze Spiel betrachtet, dann hat die Austria verdient gewonnen, das muss man schon sagen. Im Prinzip war es so, dass man, glaube ich, in der ersten Halbzeit war es einfach so, dass wir auch nicht so schlecht in der Partie drinnen waren. Und ich glaube, da waren wir ebenbürtig und so. Und es war einfach so, dass wir im Prinzip heute nicht so genau gespielt haben. Wir haben es ein bisschen schwerer dann wie die Austria, vielleicht auch, weil die Austria letztes Mal gewonnen hat, letzte Woche, und wir daheim noch unentschieden gespielt haben. Es hat, oder ein paar Sachen haben nicht gepasst, aber es war trotzdem so, dass ich jetzt nicht viel Unterschied gesehen habe. Es war einfach nur so, dass die Austria durch die Führung dann einfach selbstsicherer geworden ist und wir eigentlich ein bisschen gehadert haben. Und die Momente, wo wir gut waren, wo wir auch zwei, drei Chancen gehabt hätten, da haben wir halt nachher das Tor nicht getroffen oder haben das Tor nicht gemacht, wo uns das wieder zum Leben erweckt hat. Und durch das muss man der Austria gratulieren. Und ja, und für uns ist es einfach so, dass wir den sechsten Platz jetzt dann nicht mehr erreichen werden. Danke. Fragen? Kurt, warum hat man heute offensiv überhaupt fast keine Stände setzen können? Ja, im Prinzip hat man das, ich habe es auch nicht ganz verstanden, weil ich finde, dass wir jetzt gut trainiert haben und ich habe auch geglaubt, dass wir den Ball besser spielen und besser in der Mannschaft halten können, weil die Austria auch mehr Fußball spielt und so. Und ja, wir haben es einfach nicht gebraucht, dann über zwei, drei, vier Stationen zum Spielen, wo man sagen kann, die wird dann ganz richtig gefährlich und das müssen wir uns angreifen. Und ja, aber es ist trotzdem so, es hilft jetzt nichts, das nachhören und hin und her. Im Prinzip haben wir 2:0 verloren, wir waren nicht gut heute und ja, und das ist der Fußball. Und was muss ich jetzt in den nächsten Spielen ändern, dass das anders wird? Ja, im Prinzip, wir werden das Training ein bisschen wieder höher schrauben, weil wir ja im Prinzip ja, viele Corona-Fälle gehabt haben, wo wir auch immer müssen dosieren müssen beim Training und so. Und ja, aber es soll jetzt kein Ausrede sein. Im Prinzip geht es darum, dass wir heute nicht den Tag gehabt haben, was du brauchst. Und ja, und dann um das geht's. Bitte. Ja, die Vehemenz hat deswegen gefehlt, oder es schaut dann von außen dann so aus, weil wir dann trotzdem viele Ballfehler gemacht haben in so Situationen, wo wir eigentlich schon eh vorne in der Offensive waren, wo wir dann auch Bälle verloren haben, wo es nicht sein hat müssen, und dann wirkt es natürlich, und dann haben wir immer wieder einen Konter gehabt und da hat die Austria uns richtig weh da und hat uns sehr, sehr viel rausgenommen. Nein, ich glaube schon, dass die Mannschaft stabil ist und da werden ja mehr Trainer, das Trainerteam auch dazu beitragen, dass das nicht passieren wird. Das ist immer so. Natürlich, das habe ich auch jetzt, wie ich noch drinnen mit der Mannschaft geredet habe, auch gemerkt, natürlich, dass alle niedergeschlagen sind und was jeder viel mehr erwartet hat. Und ja, es ist einfach so. Es gibt Sieger und es gibt Verlierer. Im Prinzip geht es darum, wir spielen ja trotzdem noch das Cup-Halbfinale bald. Und im Prinzip gibt es nicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir fahren jetzt zurück oder irgendwas, sondern es geht auch einfach nach vorne zum Schauen. Heute ist ja der Schweinstag für uns und ja, und ab morgen am Training werden wir wieder schauen, dass wir die Köpfe frei kriegen. Es wird sicher nicht so einfach sein, aber das gehört dazu zu einem Sportler und ich glaube nicht, dass wir jetzt da riesen aufsammeln müssen, dass wir einfach in so einer, irgendwie in so einer eine fallen, wo wir sagen können, okay, in ein kleines Loch. Bitte? Ja, genau, und dann er hat noch nicht so gewirkt und so, und deswegen habe ich ihn rausgenommen, weil er ja schauen muss, dass nichts sein kann. Aber vorher schon nicht so dominant wie gegen das Sitzung. Ja, genau. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann danke und schönes Wochenende. Danke.